Folge 34, Mars Horizon. Wir machen gleich weiter, ohne groß Blabla. Wir haben hier unseren Wettersatelliten, den wir jetzt starten. Deswegen direkt rein in den nächsten Monat. Juli 92, ein neuer Wettersatellit. Oh, eine Herausforderungsmission. Ich wollte sie selber machen, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Ich habe jetzt... Moment. Wir starten die Mission mal nicht direkt. Ich möchte erstmal schauen, was die Herausforderung ist. Aufgabenanforderung erhöht um 25%. Jetzt starten wir das Ding mal und dann gucke ich, ob ich es auslösen selber machen will. Das Zäpfchen Deluxe ist das hier. Die geht Kerzen gerade nach oben. Jetzt biegt sie ein bisschen ab, aber das sollte eigentlich ja wunderbar laufen. Sieht das Spiel auch so? Ja, gerade so. So, fortfahren. Automatisch auflösen. Ja, wir 33%ige Chance kommen. Das ist eine Herausforderungsmission. Drücken wir uns selber die Daumen, dass wir hier einen Bonus kassieren. Gut, die Leute sind nicht so euphorisch. Na, leider kein Bonus kassiert. Leider nur 5 Millionen. Schade. Aber wir haben es bei Uranus gesehen, wie schnell man die Dinge kaputt machen kann. Deswegen muss man immer vorsichtig sein. So. Ach ja, genau, das wollte ich eigentlich nachschauen. Das habe ich ja ewig vergessen. Okay, es bringt also rein gar nichts. Wenn die Reputation noch höher wird, deswegen steigt das Wissenschaftseinkommen leider nicht an. Es ist bei Maximum 5%. Können wir nicht verbessern. Und hier haben wir jetzt auch die Russen. Nicht mehr die Sowjetunion. Okay, es wurde nicht als Event getriggert. Eventuell, wenn man mit der Sowjetunion selbst spielt, dann gibt das eventuell ein Event. Könnte ich mir vorstellen. Aber hier ist es einfach geschehen. Gut, dann haben wir jetzt erstmal 3 Monate lang nichts zu tun. Forschung haben wir im nächsten Monat wieder neu auszuwählen. Neue Uranus-Monde entdeckt. Deine Uranus-Vorbeiflugmission hat nicht weniger als 10 neue Monde entdeckt, die den Gasriesen Uranus umkreisen. Die neuen Satelliten, die meist klein sind und aus Wassereis und Gestein bestehen, wurden alle nach Shakespeare-Figuren benannt. In Anlehnung an die 5 bisher bekannten Monde des Uranus. 750 Wissenschaft. Okay, das riecht richtig viel. Die Marsvorbereitung Bodenlebensraumforschung ist komplett. ESA wird die große Tour in 18 Monaten starten. Okay, die haben das tatsächlich erforscht. Die wollte ich eigentlich auch machen, aber die verschlingt natürlich ewig lange Zeit. So, will ich die Nutzlast gleich machen? Ja, will ich. Haben wir eigentlich einen freien Missionsslot? Wir haben einen. Dann, klar, wir haben ja gerade einen freigemacht. So, die private Raumstation, die bringt nur in Anführungsstrichen Forschung. Das bringt sehr viel Forschung. Aber das ist auch teuer. Das ist bestimmt wieder so ein großes Teleskop, das 3-4 Millionen kostet in der Herstellung. Deswegen gehen wir doch jetzt gerade mal rüber zum Mars und schauen mal, ob wir die Roboter-Rover losschicken können, weil das wird uns Missionsforschungskosten für 6 Monate in den Länder muss ich jetzt. Was? Beende Anforderung Länder senden. Das habe ich doch schon. Mars Länder. Hier. August 76 schon. Sorry. Wir schießen Curiosity hoch, würde ich sagen.
Also ich verstehe es nicht, warum hier oben Länder senden, beende Anforderungen. Weil das habe ich schon längst gemacht. Ja, komm, wir schießen Curiosity hoch. Gib 25% Marsvorbereitung, Mission planen. So, der sieht aus wie der andere eben, ist nur das Vorgängermodell. Sollen wir hier auch einen Prototypen bauen? Gibt's keinen. Schade. Gibt nur den mit erhöhter Leistung, der auch teurer ist. Ja, dann schickt man das Standardmodell hoch für 4,5 Millionen. Deswegen brauche ich diese. Ich hätte natürlich auch die modulare Raumstation endlich hochschießen können. Verdammt, das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Egal, dann halt die nächste Mission. Was ist als nächstes fertig? Jupiter Orbiter. Oh, in 6 Monaten sind wir auch im Jupiter. Sehr schön. Das dauert noch 15. Der hier ist als nächstes Jahr. Ja. 2 Monate. Ach nee. Mars-Rover PR-Kampagne vorgeschlagen. Dein PR-Büro hat eine Werbekampagne rund um deinen Mars-Rover Curiosity vorgeschlagen. Ein Teil der Kampagne wird daraus bestehen, der breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, ihren Namen einzureihen, damit sie zum Mars gebracht werden können. Die Namen werden mit Hilfe einer Elektronenstrahlmaschine in eine Siliziumtafel geätzt und dann auf dem Rover gebracht. Das PR-Team glaubt, dass die Kampagne das öffentliche Bewusstsein für die Mission erheblich steigern könnte. In 30 Jahren sind wir in der Zukunft. Ja, wir holen sehr schnell auf. Ja, ich finanziere die Kampagne. Sowas ist immer gut. September 92, ich werde 9 Jahre alt. Juhe. So, nächster Monat. Mars-Mission sorgt weiter für Erstaunen. Ein beeindruckendes Bild des Ingenuity-Helikopters, der auf dem Mars fliegt, wurde in der weltweiten Medien veröffentlicht. Das wurde von der Perseverance Rover auf, wurde vom Perseverance Rover aufgenommen und zeigt den kleinen solarbetriebenen Helikopter vor einem fesselnden Marshimmel. In der Zwischenzeit soll in einigen Monaten ein im Rahmen der gleichen Mission gestarteter Lander zur Probengewinnung auf dem Mars landen. Der Lander wird einen kompakten Fetch Rover verwenden, um Proben zu sammeln, die zuvor vom Perseverance Rover aus dem Boden gebohrt und zwischengelagert wurden, bevor er sie zur Erde bringt. Also das ist, wie gesagt, glaube ich, noch Fiktion, weil ich habe es jetzt nicht mitbekommen, dass das Ding tatsächlich gestartet worden ist. Aber wir schicken ja erst das Ding aus der Zukunft hoch, bevor wir das hochschicken, was tatsächlich hochgeschickt wurde. So. Der Wettersatellit ist es oder der Verkehrssatellit oder was auch immer. Der Rundfunksatellit war es. So, Design wiederverwenden. So. Design laden, aber in der Oberstufe war es doch eine andere, wo wir ausgewählt haben. Genau die, weil wir nämlich hier günstiger sind und ein Upgrade-Bauteil reinbauen können, nämlich das Kompositgehäuse, das die Fahrzeugkosten senkt. Und hier können wir jetzt grüner Mond erhöht die Unterstützung, wo es hier sowieso keine gibt, aber macht Zuverlässigkeit runter. Und dann hätten wir noch Messier Aerospace, die die Zuverlässigkeit erhöht beim Start, aber eine höhere Bauzeit hat. In dem Astronautica, die sparen uns wie immer das Geld ein. Ja, tatsächlich, wir manipulieren, genau, wir pfuschen etwas an der Raumzeit rum und deswegen passt das alles nicht und wir schicken die Dinge erst hoch, ja. Es hat noch keinem geschadet, ein bisschen an der Raumzeit rumzupfuschen. Das sieht man in jedem zweiten Science-Fiction-Film, dass das überhaupt nichts ausmacht. Nächster Monat. So, Mars-Oberfläche, Lebensraum, fertig. Ist sehr schön. Also wir mit riesen Schritten kommen wir nach unten. Dann machen wir jetzt das als nächstes und dann haben wir nur noch die hier. Ich glaube tatsächlich, dass wir nächste Woche fertig werden könnten. Die große Tour mache ich jetzt noch nicht, weil brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich konzentriere mich auf den Mars. Nächster Monat. Gut, wenn man natürlich jede einzelne Mission selbst auslöst, egal ob erfolgreich oder nicht, dann dauert das Spiel natürlich um ein Vielfaches länger. Weil das sind die Sachen, die extrem zeitfressend sind.
wenn man da rumklickt und tüftelt und tut und macht. Das macht immer mal wieder Spaß. Also so geht es mir persönlich. Das ganze Spiel macht mir Spaß, aber zu viel dieses Klicken und oh, Navi und Daten und Kommunikation. Also manchmal ist es mir einfach zu viel, deswegen mache ich da eben die automatische Auflösung. Nur zur Erklärung, warum ich das nicht immer selber mache. Ich mache es auch deswegen nicht selber, weil ich... Mir ist an dem nicht ein Hustenreiz dabei. Ich bin ausnahmsweise mal nicht krank. Was heißt ausnahmsweise? Aber ich bin eigentlich überhaupt nicht krank. Aber ich habe irgendwie gerade was im Hals. Ja, das ist der eine Grund, was ich sagen wollte. Der andere Grund ist halt, ich bin wegen dieser damaligen vor zig Folgen kaputtgemachten Röntgenteleskop so gebrandmarkt worden und meiner verlorenen Raumstation, dass ich solche schwierigen Missionen lieber automatisch auflösen lasse, bevor ich sie in den Sand setze. Weil das kostet so viel Geld und Geld ist hier echt immer das Problem. Wir haben auch nur noch 7,2 Millionen. Das reicht nicht für viele Mars-Missionen. Wir müssen immer wieder Anfragemissionen annehmen, die Kohle bringen. Denn sonst können wir die ganzen Sachen hier überhaupt nicht finanzieren. Weil mit den 138.000, die wir hier pro Monat bekommen, damit lässt sich das Ganze nicht finanzieren. So, ESA-Weltraumteleskop-Vorschlag. Ein Forschungsteam, das für ESA arbeitet, hat formell eine dedizierte Beobachtungszeit für deinen Hubble beantragt. Deine Berater glauben, dass die Annahme des Angebots die diplomatischen Beziehungen mit ESA verbessern wird. Hierdurch wird der Wissenschaftsoutput der Mission Sonnenteleskop um 4 Monate reduziert. Angebot ablehnen, weil unsere Reputation mit ESA ist schon gut. Die wird jetzt schlechter werden, aber sie wird nicht unter 200 fallen. So, Haushaltsprüfung, Januar 93, wir steigen einmal auf, kriegen wieder 50.000 mehr, das ist schön, wir müssen jetzt auf 72,5 kommen, okay, das ist viel. So, NASA hat modulare Raumstation 3 beendet als erste, das bedeutet, wir bekommen jetzt immer einen Forschungsboost. So, rumpfuschen an der Raumzeit hat bei Flash auch nicht funktioniert, ist mächtig schief gegangen. Ich muss gestehen, Flash habe ich nicht angeguckt. Das ist nicht so, weiß nicht, vielleicht täusche ich mich auch, da ich es nie gesehen habe, vielleicht wird es mir gefallen, aber ich habe es nie angeguckt. Aber es gibt unzählige andere Beispiele, wo das Pfuschen in der Raumzeit jetzt nicht unbedingt großartig funktioniert hat. So, wir sind beim globalen Vermessungsingenieur. Ach, der ist bereit zum Start. Okay, das ist die gemeinsame Mission mit den Chinesen. Ach, das ist das mit dem dämlichen Start. Stimmt, das ich ja verschoben hatte. Ich erinnere mich, weil die Startbedingungen so bescheuert waren. Und sie sind noch schlimmer wie beim letzten Mal. Ne, sie sind genau gleich schlimm. Wir müssen den Start nochmal verschieben. Aber ich starte nicht bei 43%. Einen Monat bitte. Nächsten Monat. Ah ne, jetzt habe ich es um 2 Monate verschoben. Okay, das war jetzt keine Absicht. Egal, dann verschieben wir es um 2 Monate. Ist okay. So, nächste Phase Jupiter Orbiter und nächste Phase Mars-Erforschung. Mars-Erforschung lasse ich automatisch laufen. Jupiter Orbiter machen wir eventuell selber. So, genau. 2 nächste Missionsphasen. Russland hat die 1 von Saturn Orbiter geschafft. Okay, jetzt nehmen sie mir hier doch ein paar Sachen weg, die ich eigentlich selbst als erster machen wollte. Denn ich wollte den Saturn-Orbiter eigentlich als erstes abschließen, aber da sind mir die Russen jetzt zuvor gekommen. Gut, man kann halt nicht alles gleichzeitig machen. Dann konzentrieren wir uns halt wirklich voll auf den Mars. Denn da sind wir aber auch, glaube ich, deutlich vorne. Ja, wir sind bei 44% und die ESA ist bei 32%, wobei die haben aufgeholt. Bin ich der Meinung? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich bin der Meinung, sie haben aufgeholt. So, also gehen wir zur Mission. Jupiter Orbiter, Mars-Erforschung automatisch auflösen. So, das ist jetzt das Gerät, was sie gesagt haben, dass die Proben vom von der Perseverance einsammelt. Ach, so ein kleines Scheißerchen wird da jetzt hochgeschickt. Okay. Und das kleine Raketchen dockt jetzt irgendwo im Orbit wieder an, oder wie? Gut, Bonus haben wir keinen bekommen, aber das ist nicht so schlimm.
Ja, und die Spitze landet auf der Erde. Das muss er dann mit der Pinzette aufsammeln. Das Ding muss doch irgendwo im Orbit jetzt an irgendwas andocken, weil das kleine Teil kommt ja niemals zurück zur Erde. Das wäre ein bisschen arg an Haaren herbeigezogen. So, Jupiter. Oh, will ich es selber machen oder will ich es wieder in den Sand setzen oder will ich es. Will ich es selber machen oder will ich es nicht selber machen? Dann 49 Monate. Wir haben eine 4%ige Chance. Ich will das nicht in den Sand setzen. Gibt bestimmt auch wieder Wissenschaftsboni. Okay. Erfolgreich abgeschlossen. Erster Jupiter-Orbiter. Wunderbar. Kriegen wir einen Bonus. Nee, leider nicht. Auch nochmal 20 gut Wetter bei der ESA. Jetzt sind wir am Maximum angekommen. Okay, mehr wie 250 geht nicht. Heißt, da brauchen wir jetzt auch keine Liebesmühe mehr reinstecken. Da sind wir am Maximum, da brauchen wir gar nichts mehr machen. Gut. Dann haben wir jetzt einen Slot frei. Das heißt, wir können jetzt hier modulare Raumstation 3 beenden. Die Amis haben es ja schon und damit können wir uns den Boni abholen. So, ah ja, das ist jetzt nur noch ein Ding, was wir noch mit hochschicken müssen. Okay, für 4 Millionen können wir uns gerade so leisten. Die Rakete hinten drauf noch. Das ist okay und dann kriegen wir eben hier den Bonus dann auch, die Unterstützung und die Forschung monatlich. Dann gibt es zwei große Raumstationen im Weltall. Es wäre mal interessant, wer es in Wirklichkeit so wäre. Würde eventuell was bringen, so ein Weltall-Wettrüsten würde die Menschheit, glaube ich, tatsächlich voranbringen. Weil jetzt ist das alles so ein bisschen Larifari, weil da keiner irgendwie so richtig einen Fokus drauf hat. So, Mission starten. Neuer Versuch. Diesmal regnet es wenigstens nicht. Okay, wir kriegen 7% mehr. Da müssen wir jetzt starten, weil besser wird es nicht werden. Schauen wir mal, ob das gut geht. Okay, gestartet ist das Ding. Juhu! Ein sicherer Start. Ein sicherer Start. Sage, man kann sich nicht immer auf das Bild verlassen. Manchmal gehen die gefühlt waagerecht weg und es ist gut. So, was war denn das jetzt? Achso, das war die gemeinsame Mission. Das mache ich automatisch. Das mache ich deshalb wieder automatisch, weil ich will. Bei 1% Chance gehe ich davon aus, dass es glatt geht, weil ich will nämlich das Teil, damit wir das einbauen können. Damit wir wie bei der ESA, bei den Chinesen auch unsere Beziehungen verbessern, damit wir da noch ein bisschen was rausholen können. Deswegen lasse ich das automatisch. So, die NASA wird die große Tour auch starten. Wo läuft denn die? Ach, die große Tour ist hier. Okay, die ESA und die NASA starten es. Die Russen haben es auch schon erforscht. Wir halten uns bei der großen Tour jetzt bewusst erstmal raus. Denn das ist eine Mission, die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und sehr lange dauert. So, nein, wir haben nichts frei. Deswegen gehen wir in den nächsten Monat. Da kommen zwei Sachen. Curiosity ist fertig. Und zwei Astronauten im Weltall. So, die Mondlandung wurde vorgetäuscht. Eine beliebte Dokumentarfilm behauptet, die enthalte sensationelle Beweise, dass PP Galaxy Corporation die Mondlandung vorgetäuscht hat. Als ob.
Obwohl ein Berg von wissenschaftlichen Beweisen das Gegenteil beweist, sind beide Teile der Öffentlichkeit von der Serie beeindruckt, 400 Unterstützung verloren. Das ist mies. Immer diese Verschwörungstheoretiker. So, Zäpfchen Deluxe. Ohne Missionstraining 100%, optimale Startfenster werden sie. Okay, die Rakete an sich hat jetzt zweimal den Effekt gehabt, dass alle optimalen Startfenster in suboptimale umgewandelt werden. Ich glaube, die baue ich nicht mehr. Die baue ich nicht mehr. So, der Rundfunksatellit. Ja, dann machen wir hier ein bisschen mehr Zuverlässigkeit, würde ich sagen. Schaut mal, im Juli 18% mehr ist okay. So, bei 93% reicht. So, in 3 Monaten starten wir das. Und dann haben wir jetzt noch die Mars-Vorbereitung Roboter Rover. Genau, hier brauchen wir jetzt... okay. Ich habe das Design nicht gespeichert das letzte Mal. Dann wird man Neues machen. Das war, glaube ich, das Ding, gell? Ja, das war das hier. Nee, H2A kann nicht sein, weil sonst hätte das schon Erfahrung. Habe ich die Vivon benutzt? Ich glaube, ich habe die Vivon benutzt. Und vom Booster haben wir den hier benutzt, gell? Oder was der hier? Nee, es war der hier. Genau, hier haben wir die H2A benutzt, genau. So haben wir das letzte Mal gemacht. Dann haben wir als Upgrade eingebaut. Die Komponente, die brauchen wir aber ja jetzt nicht. Was ist denn das? Halbe Chance auf ein kritisches Ereignis. Ne, wir machen das Ding günstiger. Ich muss das Ding günstiger machen. So, 1 Million ist okay. Muss es günstiger machen, weil ich habe jetzt momentan so gut wie keine Kohle mehr. So können wir das Ding noch losschicken. Also mein Problem ist jetzt tatsächlich wieder das Geld. Weil, die Mars-Mission, die kostet natürlich einen Haufen Geld. So, da ist er. Mein lieber Bot ist aufgewacht. Ja, das ist schon bitter. Da gebe ich dir recht. Ich glaube aber, dass einfach die... Also das ist jetzt... Zweimal kann Zufall sein, aber wenn ich die jetzt ein drittes Mal baue und das wieder passiert, dann regt es mich wieder auf und dann weiß ich definitiv. Also ich glaube wirklich, die Kombination von diesen beiden Raketenbauteilen bewirkt, dass dass es keine optimalen Startfenster gibt. So, ESA teilt Boosterverbesserungen. Aufgrund der engen Beziehung, bla bla bla, Verbesserung der Booster-Modus mit der geteilt die direkte Startzuverlässigkeit der Trägerrakete Tsundoku bei deiner bevorstehenden Mars-Vorbereitung Roboter-Rover-Mission verbessert hat. Ja, das ist doch schön. So, bemannter Rover, Forschung komplett. Sehr schön, dann machen wir die Nutzlast, bemannter Mars-Rover auch. Weil die Dinger hochzuschießen, auch das hier, das wird wahrscheinlich schweineteuer werden. Aber wir forschen jetzt da mal durch. Ach, das mit der Mondlandung, das meinst du mit bitter? Ja, das schon. Gut, 400 ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Bei 64.000, was man da hat, aber trotzdem. Bisschen eher, wenn es jetzt genau die 400 wären, die mich dann, ja. So, jetzt gehen wir erstmal in den nächsten Monat. Die Zentrifugenausbildung ist fertig. Wir haben Astronauten der Stufe 3. Dann schauen wir nochmal, was die können. 25% mehr Mars-Erfahrung aus Missionsbelohnungen, okay. 10% Nutzlastzuverlässigkeit, okay. Das ist eine Stufe 2, das ist Stufe 2, das ist auch nur Stufe 2, okay. Stufe 1, 3, 3, 2, 2, 2. Okay, nur zweimal Stufe 3, das ist ein bisschen blöd. Moment, was kosten die denn? Die kosten halt auch 30.000. 33 sogar. Also gut, die haben jetzt beide nicht so mega. Ich meine, 25% mehr ist natürlich schon heftig. Aber ich habe mir da irgendwie was anderes bisher erhofft. Warten wir mal, vielleicht kommen noch ein paar bessere.
So, der Rundfunksatellit wird gestartet und die nächste Phase vom globalen Vermessungsingenieur kommt. Ich muss mal nur kurz beim Rundfunksatellit gucken. Es war eine Herausforderungsmission. Eine Runde in jeder Aufgabe. Das kann ich gerade automatisch durchlaufen lassen, weil das wird sonst zu schwierig. Und das wollte ich sowieso automatisch durchlaufen lassen. Der globale Vermessungsingenieur, weil das ist das Ding mit den Chinesen, das ich auf jeden Fall haben will. So, jetzt schauen wir mal. Es regnet natürlich mal wieder. Es ist auch irgendwie so ein Ding, bei der Rakete regnet es auch ständig. Jetzt müssen wir den Start wieder verschieben. In den August, ja. Die hat schlechte Startbedingungen und die sorgt dafür, dass es regnet. Also wenn mal wieder eine Dürre herrscht, dann muss ich einfach nur diese Rakete bauen und schon fängt es an zu regnen. So kann man natürlich auch globale Probleme in den Griff bekommen. So, also wie gesagt, das automatisch auflösen. A ist die Chance nur bei 1% und B, wie gesagt, ich will dieses Bauteil haben. Das ist erstmal Phase 2. Gut, wieder kein Bonus, schade. Aber das ist mir auch nicht wichtig, ich will das Bauteil haben. So, nächster Versuch. Nächster Monat, nächster Versuch. Vielleicht klappt es ja jetzt. Rundfunksatellit. Versuch Nummer 2. Es regnet nicht. Genau, ein Wettertotem der neuen Generation. Das ist ein sehr guter Ausdruck. So, wir kriegen 3% oben drauf, 75. Ich denke, wir können starten. So, Zäpfchen Deluxe geht wieder auf Reisen. Ja, war okay, oder? Oh, war sogar sehr gut. Wahnsinn. Einmal Strom extra. Ich mache es trotzdem automatisch. Bei 33%. Komm, gib mir den Bonus. Ach, schade. Es ist gerade ein bisschen geizig, das Spiel mit dem 50% Bonus. Ich hätte das Geld gut brauchen können. Klar, ich hätte es dann auch selber machen können, aber lieber die Katze im Sack wie Spatz auf dem Dach, oder wie geht das? Irgendwie so, gell? Okay, wir haben einen Slot frei, dann klicken wir uns noch mal durch, ob es denn nicht was Schönes gibt. Also hier gibt es nichts mehr zu tun. Wenn wir die modulare Raumstation hochschießen, haben wir nur noch die große Tour, was wir nicht gemacht haben, alles andere mal erledigt. Hier gibt es nur die private Raumstation, also kein Geld. Merkur gibt es eine Anfragemission, okay. Kernwissenschaften. Nee, gibt kein Geld. Auch nicht so Bombe besonders. Okay, hier auch nichts. Kommen wir auf den Mond. Auf dem Mond gibt es gar nichts momentan. Okay, ja, da gibt es tatsächlich gar nichts. Das will ich nicht machen, sorry. 129 Monate, 5 Phasen für 4000 Wissenschaft. Nee. Es lohnt sich einfach nicht. Es ist viel zu lange unterwegs. So, lieber Mars. Theoretisch könnte ich das hier schicken, aber das kostet wahrscheinlich wieder so viel Kohle, dass ich mir das gar nicht leisten kann. Na, vor allem brauchen wir hier jetzt tatsächlich eventuell auch so langsam einen besseren Booster. Anfragemission. Ah, hier, Wirkungsanalyse. 4,7 Millionen gibt das. Und ein Stoßdämpfer. Die Frage, was kostet mich das? War jetzt im Hinterkopf, ich schaue nur noch, ob es noch irgendwo was gibt. Jupiter, keine Anfragenmission. Saturn aber. Saturnring Erforschung. Das dauert halt auch 37 Monate.
Sollen wir doch den Orbiter losschicken? Da hat man zwar nur zwei da, aber es sind 77 Monate. Ist auch krass, das dauert 77 Monate. Wenn ich aber die Saturnringe erforsche, dauert es nur 37 Monate. Uranus hat auch ein Ausrufezeichen. Uranus Ringstudie. 10.000 Forschungen. 109 Monate. Das ist halt echt ewig. Kann ich gleich jemanden zum Neptun schicken? Hey, komm, wir holen uns die Kohle vom Mars. Und ist diese Mission hier, das gibt ein bisschen Geld. Wahrscheinlich kostet es jetzt, nee, gar nicht. Okay, das Ding kostet nur 400.000, dann die Rakete 1,5 Millionen, macht nur 2,7 Millionen oder sowas, machen wir roundabout wahrscheinlich gut. Eintritt in die Mars-Transfer-Umlaufbahn 2, 5 und 3. 3, 3 und 4, das ist was ich theoretisch mal wieder selbst ausführen könnte. Nutzlast bauen. Gut. Müssen wir schon wieder einen Cut machen. So schnell vergeht die Zeit. Ja, ihr seht, wir kommen immer näher. Wir kommen immer näher. Immer mehr Mars-Missionen werden gestartet. Das müssen wir Geld zusammenkratzen, um alles fertig zu machen. Denn der Mars ruft immer lauter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.